willkommen zu Strongman Basics Part Nummer 4 featuring Lukas Albeler. Genau. Der Bro ist heute mit am Start und wir machen heute den Locklift, eine Übung, die Lukas noch nie gemacht hat. Darum ist das ein optimales Strongman Basics. Es gibt für mich, für uns wesentlich zwei Techniken, die zu berücksichtigen sind. Lukas wird das jetzt ein bisschen vorführen. Ich leite das an. Ihr schaut mal, ob ihr für euch die Bezugspunkte findet. Wie immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr weitere Fragen dazu habt. Leute, das ist ein Basic-Video. Denkt daran. Ja, ich will nicht behaupten, dass man auf die Art 200 Locklift schafft. Mein persönliches Best sind auch weit davon entfernt. Aber wir gucken uns das mal grundlegend an. Okay. Wichtig beim Lock ist auf jeden Fall, dass man ordentlich nah rankommt. Lukas, stell dich ruhig richtig nah ran. Die Griffe in der Mitte packt. Grundlegend als allererstes den Lock auf die Oberschenkel bringen. Das heißt, wir machen schöne Rückenspannung. Ja, ganz normal, als würdet ihr Kreuzheben oder vorgebeugtes Rudern machen. Hebt den Lock einmal raus. Genau, zack. Tiefe Kniebeuge, geh in die Hocke. Legt den Lock nah am Körper ab. Und jetzt zieht ihr den Lock in euch rein, das heißt, Lukas, zieh rein und mach, als ob du einen Curl machst, so einen Body-Drag-Curl und heb auf die Schultern. Genau, sehr schön. Ihr seht, Ellbogen unter das Handgelenk, schön die Kraftlinie bilden, aus den Beinen Schwung holen und in einem Zug über Kopf drücken, den Kopf durchstecken. Wunderbar, ganz, ganz easy, 50 Kilo für Lukas, natürlich kein Problem. Okay, Variante Nummer 1. Wie fühlt sich das an? Gut so? Ja, gut. Ja, kein Problem. Ja. Ist ungewohnt, da das, ja, dieser Lock, oder heißt es? Genau, ja. Relativ breit ist. Also auf jeden Fall. Ist ja schon mal eine Herausforderung für sich. Genau. Ist auf jeden Fall anders vom Gleichgewicht, was man halten muss, genau, auch zu Langhantel über Kopf drücken. Okay, Variante 2. Ein bisschen dynamischer. Wenn man gut Kraft und Stabilität in der Mitte hat, kann das damit etwas leichter sein, bis zu einem bestimmten Gewicht. Grundlegend genauso der Start. Nah ran, rausheben, auf die Oberschenkel. Genau, tief hocke. Und jetzt macht ihr eine explosive Bewegung aus der Hüfte, als ob ihr den Stamm bumst. Ja, so wie es klingt. Oh yeah. Yeah. Und drückt in einem hoch über Kopf. Zack. Okay. Ja, das war jetzt schon relativ viel Zug beim Lukas. Ja, sehr gute Sache. Ist auch ein bisschen Gewöhnung. Erstes Mal. Die zweite Variante mache ich nochmal ganz kurz vor. Und wie das dann insgesamt aussehen kann, seht ihr weiter im Video. Strongman Basics Part 4. Featuring Lukas Albeler. Wir gucken mal, was heute so geht. Variante 2 nochmal von mir. Im Namen meiner Seele, meines Glaubens, meines Muts, schwöre ich dir Treue, Bruder, auch in größter Not. Mein Blut soll dies besiegen, ich soll der Fuel your ambition.